Hallihallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Persona 5. So, in der Folge würde ich jetzt gerne endlich mal ein bisschen mehr Wissen generieren. Hier, ja, Kato ist immer noch so doof wie ein Stück Backkammernbart. Ich sehe hier zwar gerade, ich habe schon wieder zwei Nachrichten. Moment. Also, Ryuji, ja, will Palace machen, ist irgendwie klar. Ich weiß, in 17 Tagen und so weiter, aber ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Also wir müssen am 2. haben die gesagt, ne, am 2. Juni muss ich spätestens rein, weil sonst habe ich nicht mal genügend Zeit, ne, hier Schatz finden, Calling Card legen und so weiter. Und das Spiel hat mich darauf hingewiesen, dass es wohl eventuell Hindernisse geben könnte, die ich da drin dann noch nicht überwinden kann, sondern wo ich erst wieder draußen was machen muss. Deswegen, also ich muss, sagen wir mal so, Ende Mai hier spätestens dann in den Palast reingehen, aber das mache ich jetzt trotzdem noch. Ich werde erstmal was anderes machen. So, kann ich das vergessen. So, was ist jetzt mit ihr? Erstens, woher hat die meine Nummer? Wer ist denn das? Ist das die Ärztin? Ja, ich glaube, das könnte ich machen, aber ich mache das erstmal, weil ich will was anderes machen, weil draußen regnet es jetzt gerade. Und das heißt... Oh, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen. Und das heißt, ich müsste dazu in der Lage sein, wenn ich jetzt in diesem einen Diner da lerne, Bonuswissen zu generieren. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das jetzt wirklich so einen riesen Unterschied macht, aber... Mal schauen. Ausprobieren kann man es ja mal. So, Shibuya. Okay, ich gehe erstmal zum Airsoft-Shop. Ein paar Sachen verkaufen. Hey! Okay, alles klar. Also diese Waffe... Ja, genau, stimmt. Er hatte uns mal einen Beutel gegeben, wo so eine sehr, sehr echt aussehende Waffe drin war. Aber ich muss erstmal Dauntless in Mut haben. Bevor ich ihn fragen kann, was ist das denn? Er hat es uns gegeben, aber ich brauche erst Mut, damit ich ihn fragen kann, ob ich es kaufen darf. Und solange habe ich die dann einfach... Hätte ich schon längst benutzen können zum Moment. Sir, okay. Erstmal. Und. Alle Schätze verkaufen. So, damit habe ich jetzt erstmal 22.000. Das kann ich erstmal gucken. Alright. Habe ich eventuell. Igniter für 11.600. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich glaube schon, oder? Hat weniger Accuracy, aber mehr Attack. Ich glaube, ja, ich nehme das. Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ich habe natürlich auch ein Problem. Meine Leute jetzt gerade bei dem Kampf hier gegen diesen Jack Frost da im Mementos, ich habe ordentlich auf die Schnauze gekriegt. Also die, ich habe echt viel einstecken müssen. Ich weiß jetzt nicht, ja gut, okay, ich wusste auch nicht, gegen was der anfällig war. Aber ich habe so ein bisschen das Problem gehabt, aber gleichzeitig hatte ich auch das Problem, dass ich nicht richtig austeilen konnte, von daher... So, equip. Und gerade Morgana ist relativ schnell zu Boden gegangen, deswegen ich guck mal, ob es hier was Besseres gibt. Es gibt einen E-Collar. Magie plus 4. AG, wenn ich wüsste, was das alles heißt. Cool. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was AG plus 2 oder MA plus 4 heißt, ehrlich gesagt. Ja gut, Moment, ich werde erst mal ganz kurz was verkaufen. So, Kukri. Von den Hellslugger. You should be grateful.
So. You should be grateful. Nee, Quatsch, nicht das. So. Okay. Ich kaufe mal Morgana. Ja, ist fast. Ja, ist ziemlich genau doppelt so viel. That's what you're choosing. You like Schutz, also von daher. Rüste ich das mal auf, dann verkaufe ich noch ihr bisheriges. So, Cat Sweater weg. Okay, dann brauche ich natürlich auch noch ein bisschen Geld, wenn ich in Diner lernen will. Okay. Deine Morgana, die war ziemlich schnell down. Ich denke mal, das müsste jetzt helfen. Und da muss ich, glaube ich, auch noch eine DVD zurückgeben, oder? Kann das sein? Ja, es tut... Was? Was? 1800? Nee, das kann ich mir nicht. Oh, man. Ja, okay. Ja, Gott sei Dank. Gut, wir müssen also keine Verspätungsgebühren bezahlen, weil es das erste Mal war. Aber ich konnte nichts dafür. Ich hätte es am 13. zurückgeben müssen. Aber ich konnte halt nicht. Also das Spiel hat mich ja da mehr oder weniger durchgepeitscht. Ich musste jedes Mal dann abends, als ich es eigentlich zurückgeben wollte, musste ich jedes Mal direkt schlafen gehen. Und ja. Ja, nee, sorry. Da habe ich jetzt nochmal Glück gehabt. Na, ich konnte nicht, ich konnte es. Ich habe dran gedacht, aber ich konnte einfach nichts machen. Ich musste quasi von einem Tag zum anderen springen. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Und wie gesagt, jetzt regnet's und jetzt müssten wir eigentlich Bonuswissen kriegen können. Im Diner. Oh. Okay, Hot Coffee für Guts oder Salisbury. Ach komm, ich gönn mir mal ein Steak. Nice. Mhm. Okay, das gibt ein bisschen was in Freundlichkeit. Und die ist auch schon hochgegangen. Hä? Ich habe zweimal eine DVD angeguckt, die Kindness erhöht. Und jetzt habe ich das Steak gegessen. Und das hat schon gereicht, um Level abzukriegen. Aber ich habe, alright, wer weiß, wie viele Sachen schon gemacht, die Wissen erhöhen sollten. Und selbst da ist immer noch nichts hochgegangen. So, jetzt habe ich hier 2 Punkte extra gekriegt. Ja, also. Learned. Gelernt. Ein Gelernter. Ist noch kein Gelehrter, aber es ist ein Gelernter. Also er ist jetzt immerhin, er kann jetzt schon bis 10 zählen. Er kann jetzt schon, nee, er kann jetzt alright schon bis 20 zählen, ohne seine Zehen zu benutzen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Jetzt müssen wir aber auch diese Burger-Challenge, ne, hier gegenüber schaffen können, oder? Alright. Wanna head back? Naja, gehen wir mal zurück. Warum? Jetzt fährt er aber zurück. Und jetzt kann ich mal das Training machen. Jetzt könnte ich mal das Training vielleicht zu Hause machen. Ah, you're back. Wer mich jetzt nochmal nervt. Wegen diesem Palast. Schauen wir da. Okay, also der geht mir gerade ein bisschen auf den Sack, der Yusuke. Was soll denn das heißen? Das, ja, von mir aus, ruf doch die Polizei. Ich habe nichts Verbotenes gemacht. Ich habe nur gefragt, was dein Meister eventuell mit seinen Schülern macht. Es ist nicht so, dass ich deinem Meister gedroht habe. Ich bin nirgendwo eingebrochen. Ich habe nichts gestohlen. Reicht
rein theoretisch könnten wir nicht zu Yuzuki gehen? Also im Metaverse? Könnten wir sein? Ja, nee, komm. Eigentlich könnten wir ihn ja auch ändern, aber nee, komm, das ist moralisch fragwürdig, deswegen. Hey! Ja, das haben wir doch gerade mit der Paperback und er wollte nichts machen. So, ich könnte jetzt ihm helfen. Aber dann vergeht Zeit. Nee, ich will erstmal. Sorry, Sojiro, ich will erstmal was anderes machen. Und zwar hier. Das will ich mal ausprobieren. Da müsste ja unser maximales Leben steigen, ne? Also schwarz scheint echt seine Farbe zu sein. Ja, ich nehme mal Protein. Ich glaube, das habe ich am Ende der letzten Aufgabe bekommen. Nee, oder? Warte mal, wo war denn das? Irgendwo habe ich Protein mal bekommen. Ich nehme es. Protein ist kein Doping. Protein ist keine Droge. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Nahrung, die wir so zu uns nehmen. Man sollte immer Proteine zu sich nehmen. Gerade wenn man Muskeln aufbauen will. Okay. So, Achtung, es kommt gleich der Dachbalken runter. Also auf der einen Seite wäre es scheiße für ihn, aber auf der anderen Seite wäre es auch so lustig, wenn jetzt das ganze Dach einbrechen würde. Aber auf der anderen Seite, wir sind hier nicht in einem Dick und Doof-Film. Ich kann sowas übrigens gar nicht. Also obwohl, also da ist mein Körper einfach zu schwer. Liegestütze kann ich, aber Klimmzüge kannst du bei mir vergessen. Da reiße ich mir nur die eigenen Arme aus. Ja, haben wir plus 5 maximale HP bekommen. Das hat's ja richtig gebracht. Alright. Und nochmal plus 1 durch das Protein. Wow. Da hat sich ja echt gelohnt. Das ist ja jetzt ein Bonus jenseits von Gut und Böse. Also kannst jetzt eigentlich hier zu Game of Thrones auf Set gehen, kannst dir sagen, so komm, ich spiele jetzt den Berg. Ich spiele jetzt, wie heißt, ich glaube Gregor Clegane ist der Berg, ne? Sander und Gregor, wer war jetzt wer? Scheiße, das ist peinlich. Warum weiß ich sowas nicht? Na egal. Ja, jedenfalls, jetzt können wir auch Gewicht, hier Bodybuilder, Competitions. Der Kato ist jetzt bereit für alles. Hat sie voll, also plus 1 zusätzlich HP durch das Protein, das ist ja super, also das ist ja unschlagbar. I'm so depressed. Stimmt, und habe ich nicht eigentlich auch einen Nebenjob, den ich mal nachgehen sollte? Also dafür, dass das Spiel immer wieder unten beim Ladebildschirm einblendet, Take Your Time, peitscht es einen ganz schön durch. Man hat echt... Ja gut, man hat wenig Zeit für alles, das ist im echten Leben auch so, muss man sich auch die Zeit einteilen, aber... ist echt ein bisschen knapp teilweise. Ja, eigentlich brauchen wir Geld. Ah, die Noten sind da. Er ist tot. Und was habe ich jetzt? Okay, sie will wieder zum Palast gehen. Und er... eigentlich nicht so wirklich. Ich würde gerne noch ein paar Sachen...
machen. Also ich bin jetzt schlauer. Ich würde eigentlich mal zur Ärztin gehen wollen. Ich würde zur Ärztin gehen wollen und die neue Medizin testen. Keine Angst, in der nächsten Folge gehe ich dann in den Palast, aber jetzt will ich erstmal noch... Ich habe mir dafür viel zu wenig Zeit genommen früher. Also vorher. Ich lasse mich mal jetzt nicht so vom Spiel her durchhetzen. Hier oben könnte ich ja... Ach nee, das hier oben war, wo Madarame wohnt, oder? Na egal. Gehen jetzt erstmal hier hin, zur Klinik und testen das neue Medikament. Das müsste mir auch nochmal ein bisschen Mut geben. Und dann würde ich vielleicht mal gucken, ob ich die Burger-Challenge ausprobieren kann. Wobei, da habe ich keinen... Da habe ich kein Geld. Moment. Planänderung. Ich gehe mal... Ich gehe mal zum Convenience Store. Da kann ich ja arbeiten. Hol mir ein bisschen Geld und dann gucke ich mal, ob ich diese Burger Challenge machen kann. Hallo, ich bin der Typ, der hier mal angeheuert hat, aber seit 2 Wochen nicht gearbeitet hat. Ist auch geil. Ich nehme den Nebenjob an, aber hey, ist egal, wann ich arbeite. Und die freuen sich sogar noch, wenn ich nach 2 Wochen mal wieder vorbeischaue. Ach, schön, dass du auch mal wieder kommst. Ja, super. Nee, das mache ich alleine. Ja, das sind 4 Leute. Ah, okay. War wohl nicht so gut. Ich hätte Hilfe holen sollen. Aber hey, was heißt denn hier busy? Ja gut, 2300 ist okay. Was heißt denn hier, es war busy? Da waren 4 Leute an der Kasse. Bei 4 Leuten rufe ich doch nicht noch jemanden dazu. Tut mir leid, mehr als 2 Leute kann ich nicht abrechnen, dann tun mir die Finger weh. Ah, you're back. Ja, und ich gehe auch gleich wieder raus. You got that? So. Big Bang Burger. Warum ich da immer wieder direkt zum Kaffee zurückgeschickt werde, wenn ich doch abends sowieso rausgehen darf? Ist doch auch irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, und diesmal machen wir die Challenge. Ich müsste es eigentlich schaffen. Das letzte Mal hieß es, dass die Guts, Knowledge und ich glaube Proficiency oder so müssen hoch sein, also müssen eine Stufe höher sein und das müsste ich jetzt eigentlich haben. Okay, 500, das krieg ich hin. Also das Geld habe ich. Hätte ich auch vorher gehabt, hätte ich gar nicht arbeiten müssen. Thank you very much. Was? Ich habe jetzt auch noch einen Gegner? Und geschafft. Ja, juhu, er hat den Burger gegessen. Aus irgendeinem Grund interessieren wir uns dafür. Das wird im echten Leben nie so passieren, also nie so viel Aufmerksamkeit erregen. Congratulations. Second Mate Badge. Okay. I see. Es
So, da habe ich noch ein bisschen Guts mit dazu bekommen. Alright. Ah, das reicht natürlich nicht für ein Level up. Was? Oh, und Knowledge auch noch. Alright. Und Charm. Alright. Charm habe ich auch noch nicht. Was, nochmal? Krieg ich jetzt in allem was dazu? Alright. Wanna head back? Okay, hat sich gelohnt. Haben fast allen Stats was dazu bekommen. Das war nicht schlecht. Hey! Ah, und jetzt kommt das, was ich gemeint habe. Jetzt haben wir einen Sitzplatz bekommen in der U-Bahn und das heißt, ich kann jetzt lesen. Ist offenbar random, also ich kann wirklich nicht selber entscheiden, wo ich lesen möchte. Und ich muss das aber mehrmals machen, bevor ich da was dazu bekomme. Und einige Bücher kann ich nur lesen, wenn ich entsprechend viel Wissen habe. So, ich habe Yonsha Wanderer. Könnte ich jetzt sofort lesen, wäre ich sofort direkt fertig. Über Yongen Yaya hätte ich dann Informationen. Bushikos Story, da kriege ich ein bisschen Kindness. Und Madjet Menace, ein Buch über Internetkriminalität. Ich würde mal sagen, das hier habe ich mir mal gekauft. Und ich weiß aber nicht, was das dazu bekommt. Normalerweise... Achso, be knowledgeable. Okay, also da kommt dann auch wieder Knowledge dazu. Deswegen, ich lese mal das hier. Oder? A Magazine Compiling Info. Ich weiß nicht, was das bringt. Das wäre halt so... Das muss ich nur einmal lesen, dann habe ich das direkt. Aber ich weiß halt nicht, ob das überhaupt was bringt. Ach, ich lese mal Bushiko's Story. Selbst die Katze hat das Buch schon gelesen. Okay. Also haben das Buch halt durch. Aber wir müssen nochmal lesen, bevor wir was in Kindness dazu bekommen. Ich hoffe, der Bonus ist dann entsprechend hoch. So, the golden ratio used in the Mona Lisa and the Parthenon is a famous example. Different ratio has been used generally by... Ja, ratio? Was ist das? Also, Verhältnis? Ach man, warum muss ich immer die Fragen beantworten? Ach so, das Höhen- und das Höhen- und Seitenverhältnis. Also beim Parthenon, das ist so ein Gebäude in Griechenland, da ist das goldene Verhältnis 1 zu 1,618, also Höhe zu Breite. Was ist der Name dieses Verhältnisses, das japanische Architekten und Künstler gerne benutzt haben? Keine Ahnung, aber ich habe doch Google. Moment. Also ich weiß, das ist Cheaten und so, aber wenn ich das richtig beantworte, kriege ich einen Punkt in Wissen dazu und hey, kommt schon, wie soll ich das bitte schön wissen? Das sind Fragen für japanische Schüler. Wie soll ich das als Deutscher wissen, was japanische Architekten für ein Verhältnis bei Gebäuden benutzt haben? Und die Antwort ist Silver Ratio. Also das silberne Verhältnis. This is it. Ja, keine Ahnung warum.
Ist so. Ja, und das hier ist etwas quadratischer. 1 zu 1 für 1. Und eine Theorie besagt, dass sie das deswegen gemacht haben, weil Asiaten rundere Gesichter als westliche Menschen, also Menschen, die weiter im Westen geboren sind, haben. Ist etwas rassistisch, aber okay. Und deswegen bevorzugen die halt auch eine etwas ähnlichere Form bei ihren Gebäuden. Sehr schön. Ist ja wieder ein bisschen schlauer geworden. Alright. Charme könnte man mal noch brauchen. Vielleicht leih ich mir mal eine DVD aus. I see. Okay, Morgana hat offenbar auch dieses Verhältnis von ihrem Gesicht her. So, ja, ist ja gut, Mädel. Jetzt nervt mich ja nicht die ganze Zeit. Ich weiß, dass ich in den Palast muss. Ist alles gut, das kriegen wir hin. Ah, ich will noch heute noch mal was anderes machen. Nur heute noch. In der nächsten Folge dann Palast. Beziehungsweise dann am nächsten Tag. Aber nur heute will ich noch was anderes machen. Und zwar erstens... DVD ausleihen. Good day. So, das haben wir. Können wir nicht mehr ausleihen? Und wir nehmen das hier für Charm. Am 28. muss ich es zurückbringen. Da hoffentlich kann ich da. Hoffentlich werde ich da vom Spiel nicht wieder so durchgegängelt. Und eine Sache noch. Ich habe doch diese Pflanze. Und dafür brauche ich immer noch Dünger. Nicht, dass die eingeht. Einmal Garden Energy. So. Und jetzt ist gut. Andere Sachen wie Kino und so können wir irgendwann mal ausprobieren. Ist jetzt noch nicht so wichtig. Moment, ich kann schnell reisen. So, jetzt gehe ich aber erstmal zur Klinik und wenn wir dann zu Hause sind, gucke ich nochmal die DVD. Was geht? Ja, the clinical trial würde ich gerne machen. Please head to the exam room. So, komm, Doktor, hau die Spritze rein. Ach, eine kleine Spritze, ich muss es trinken. Drei, zwei, eins, tschüss. Oh. What? Hmm.
Komm schon, lass die arme Frau Doktor in Ruhe. We were on a date. Das glaubt er mir niemals. Oder doch? Das hier war ein Date. Ja? Aha. Entschuldigung, ja, in der Klinik. Ich habe eine ganz spezielle Vorstellung von Romantik. Spritzen und der Geruch von Desinfektionsmittel machen mich total an. Ich habe vielleicht auch meine eigenen Interessen. Ich ob da auch noch mal eine Nebenmission kommt. Mit ihr. Wir haben ja schon beim ersten Mal so Leute gesehen, die von ihr was wollten. Ich meine, klar, sie macht offensichtlich was Illegales hier. Aber, also ich will ihr, ich weiß, ne, von wegen gutes Vorbild und so, aber nur weil es ungesetzlich ist, muss es nicht immer direkt falsch in dem Sinne sein. Es gibt viele Dinge, die vom Gesetz verboten werden, die eigentlich richtig sind. Ja, dann nimm mal Blut. Ach komm, jetzt ist der kleine Piekser. Ich gehe regelmäßig Blut spenden. Ich hab Nadeln, habe ich mich inzwischen dran gewöhnt. Aber sind jetzt Rang 2 beim Dev. Bei Dev Personas, beziehungsweise beim Dev Confident. Ich habe noch nichts dazu bekommen, ne? Außer einen verbesserten Arcana Burst. Okay. Haben wir das auch hinter uns gebracht und wir haben ein bisschen mehr Mut bekommen. Für ein Level-Up reicht's noch nicht. Alright. Take care. Aber wir sollten Mut auch aufleveln. So, ich könnte Ihnen jetzt noch helfen, aber ich will ehrlich gesagt was anderes machen. Und zwar DVD gucken. So, dann gucken wir mal Bubbly Hills 90210. Absolut überhaupt keine Anspielung auf Beverly Hills. Eine Serie, die ich zwar nie gesehen habe, aber ich habe davon gehört. You liar! You told me you loved me just last night. Ja. Eine Show über junge Erwachsene, die in einem Upscale, also in einem in einer gehobeneren Gegend aufwachsen, namens Bubbly Hills. No way. Aber wir sollten lieber nicht ihrem Beispiel folgen. Hey, hey. Ja. Und da haben wir ein bisschen was in Charme dazu bekommen. Aber das reicht natürlich noch nicht Alright. für einen Punkt.
Ja, in 7 Tagen muss ich zurückgeben, da muss ich dran denken. Also ich habe keinen Bock, weil das ist schon ganz schön teuer. Ja, ich weiß, warte mal, 6 Tage war das letzte Mal, ne? 6 Tage Verspätung und das waren 1800. Also mit anderen Worten, 300 pro Tag. Oh Mann. Ja gut, es geht noch. Wenn es mal einen Tag später ist, ist es jetzt nicht so schlimm, aber... Nee, das Geld können wir uns sparen. Wenn ich kann, spare ich mir das Geld. So, und heute ist Sonntag, das heißt, heute ist keine Schule und das wiederum bedeutet, wir gehen dann beim nächsten Mal direkt in den Palast, wobei ich könnte theoretisch dann auch versuchen, einfach das nächste Mal direkt den Film anzugucken, dann kann ich es gleich am Montag zurückbringen. Also es ist ja jetzt Daytime. Ich weiß nicht, ob ich dann noch in den Palast kann, wenn ich jetzt noch den... Naja, nee, ich gehe mal direkt in den Palast, dann... Also, ich will zwar versuchen, die Zeit optimal zu nutzen, aber... Ja. Kennt ihr diesen Spruch? Ich glaube, Han Solo in Star Wars hat das mal gesagt. Don't get cocky, kid. Ja. Also, wir müssen es nicht übertreiben. Wir sollten schon mal in den Palast gucken. Ja, wir wissen ja noch nicht ganz, was für Hindernisse da auf uns warten. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Für die Folge ist erstmal wieder Schluss. Ich freue mich wie immer über jeden Like und jeden netten Kommentar. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Yeah, so they go.